Ich bin heute hier, um euch was zu erzählen über eine Idee, die ich mal vor ein paar Jahren hatte. Oh, schönes Fairphone sehe ich da übrigens. Und zwar Geschäftsführung abzuschaffen, alles mit allen gemeinsam zu entscheiden und Unternehmen eben im Konsens zu führen, dass also alle mit allen Entscheidungen einverstanden sind. Und das klingt erstmal ein bisschen utopisch, ne? Also die erste Reaktion ist in der Regel so, das geht ja gar nicht, ne? Und das kann ich aber widerlegen, weil wir das schon seit 13,5 Jahren so machen in dem Premium-Getränkenetzwerk. Wir produzieren und verkaufen also Cola, Bier und Limonaden. Und das machen wir in Konsensdemokratie. Und jetzt erzähle ich euch mal so ganz kurz, wie ich dazu kam und was man da alles so machen kann im Konsens. Angefangen hat das Ganze in einer Badewanne vor mittlerweile 15,5 Jahren. Da habe ich meine damalige Lieblingscola getrunken, habe irgendwie festgestellt, der Geschmack ist anders und ich wurde nicht wach. Also Koffein war reduziert, aber auf der Flasche stand nichts drauf. Neues Rezept, geänderte Formel, irgendwas. Das heißt, die haben das heimlich geändert. Meine Cola, die ich in der Hand hatte, wurde heimlich geändert. Das hat mich geärgert, weil ich finde, wenn ich die Cola kaufe, bin ich ein Teil dieses ganzen Netzwerks und nicht der Chef oder der König als Kunde, aber irgendwie doch ein Teil davon. Und als solcher möchte ich auch irgendwie auf Augenhöhe behandelt werden. Und um das zu erreichen, bin ich hingefahren zu diesem Hersteller. Das war eine AG und ich war Azubi damals und habe von dem verlangt, dass ich mitreden darf bei der Rezeptur und bei allen Entscheidungen eigentlich und dass sie das wieder zurückändern. Und dann haben wir 2 Jahre lang miteinander geredet und ich wurde immerhin vorgelassen, das schon, aber letztlich haben sie es nicht geändert und haben sogar noch obendrauf eins gesetzt, haben die Cola in Light-Version in der Plastikflasche rausgebracht, ohne vorher ein Wort zu sagen. Also die haben das gar nicht verstanden, warum oder dass ich dann mitreden wollte. Und dahinter steckt sozusagen das Glück, das ich dann hatte. Ich habe dann einen Tipp bekommen, wo das echte Rezept noch zu haben wäre, weil die Getränkewelt oft getrennt ist. Da gibt es also einen Siruphersteller, einen Abfüller und einen Inverkehrbringer der Marke. Das heißt, wir konnten also an denen vorbei zum Abfüller und das Rezept direkt kaufen. Und dann habe ich mal so 1000 Flaschen produzieren lassen, an die Leute verschickt, die ich in diesem Netzwerk da hatte. Und dann habe ich noch 1000 gemacht, dann hatte ich 2000 gemacht, weil einfach mehr Nachfrage kam. Dann hatte ich aus Versehen eine Getränkemarke gegründet. Ganz ehrlich, es war nicht geplant. Und dann hatte ich natürlich ein paar Probleme, weil jetzt musste ich das ja alles irgendwie machen. Also Produktion organisieren, Logistik, die rechtliche Seite, Finanzplanung, also gar keine Ahnung. Und ich sollte auch noch entscheiden, weil ich ja der Gründer war, also der offizielle Inhaber des Ganzen. Und das fand ich irgendwie nicht sinnvoll, weil mir so ein ganz grundsätzlicher Wert wichtig ist. Ich möchte gern, dass alle Menschen so gleichwertig wie möglich behandelt werden. Nach Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung, sowas alles ist hoffentlich eh Konsens im Raum. Aber auch danach, ob jemand jetzt der Geschäftsführer ist oder ein Mitarbeiter, sollte der Geschäftsführer nicht automatisch mehr Rechte haben, finde ich. Interner Partner, externer Partner sollten gleich wichtig sein. Großer Partner, kleiner Partner sollte gleich wichtig sein. Irgendwie so eine ganz grundsätzliche Gleichwertigkeit zwischen Menschen. Und das macht Wirtschaft anders, ne? Da hat eben der Geschäftsführer was zu sagen und der große Kunde ist wichtiger als der kleine. Und das gefällt mir halt nicht. Also es ging nicht direkt um das Rezept, sondern es ging darum, ne, Gleichwertigkeit mitreden zu können. So, und dann habe ich, damit ich das erreiche, jeden Sonntagabend eingeladen in den Club in Hamburg, darum gebeten, dass also alle kommen, die irgendwie damit zu tun hatten. Der erste Spediteur, der erste Händler, die Endkunden, alle, die irgendwie da dranhängen, sollten bitte kommen und mir und uns sagen, was sie brauchen, was ihre Wünsche und Gedanken und Bedarfe sind. Und dann reden wir so lange, bis wir alle einverstanden sind, damit keiner unter die Räder gerät. So, das ist das ganze Geheimnis, Konsensfindung. Und das machen wir jetzt immer noch so nach 13,5 Jahren. Und natürlich, klar, das dauert ewig, ne? Ist die zweite Frage, die immer kommt. Ja, schon, aber nur zu Anfang, weil man einmal wirklich alle mit ins Boot holen muss, ne? Aber dann hat man alle mit ins Boot geholt, hat also eine schlauere Entscheidung, als ich es alleine jemals tun könnte. Man hat eine sozialere Entscheidung, weil eben jeder, der ausgebeutet würde, sein Veto einlegen könnte. Und dadurch hat man letztlich auch eine stabilere, eine effizientere und auch eine angenehmere Unternehmens- und Lieferanten- und Partner- und Kundenkultur. Und deswegen machen wir das immer noch so. Und das Verfahren ist so einfach, dass es auf eine Folie passt. Wir einigen uns auf ein Oberziel, Gleichwertigkeit in der Wirtschaft herstellen. Und ab da gibt es keine Filter mehr. Das heißt, jeder Beteiligte kann jedes Thema da eingeben und jeder kann auch zu jedem Thema was sagen, egal ob das fachlich in seinem Gebiet fällt oder nicht. Und das heißt, dass wir die Fachleute da drin haben, die deren Perspektive eingeben, aber eben auch die Laien, die da ganz frisch und frei rangehen an die Themen. So, und dann wird diskutiert und diskutiert und irgendwann ebbt das so ab, das merkt man, und dann macht ein Mensch draus einen Beschlussvorschlag. Und wenn es dagegen kein Veto gibt, sondern eine von den ersten 4 Reaktionen von allen, also niemand darf sein Veto einlegen, dann ist der Beschluss vorläufig getroffen. So einfach. Und da braucht man nur 2 Vorkehrungen für den Fall, dass es schief geht. Die erste ist, wenn wir uns nicht einigen können und aber produzieren müssen, dann darf ich ausnahmsweise mal entscheiden, so eine Art Notstandsregelung. Das haben wir in 13,5 Jahren 2-mal gebraucht. Und beim einen Mal ging es um ein Kunstbild auf den Vorderseiten der Flaschen, das andere auf eine Textzeile auf der anderen Seite. Also Strategie, Kalkulation, alles hat im Konsens geklappt. Und das zweite Mal bezieht sich darauf, wenn jemand sich daneben benimmt, dann muss man jemand auch rauswerfen können. Also wenn jemand was klaut zum Beispiel, hatten wir 2-mal. Und dann ist es so, dass jeder Mensch in diesem Kollektiv jeden anderen nominieren kann, ausgeschlossen zu werden. Und nur dieser eine hat dann mal kein Vetorecht, aber alle anderen trotzdem.
Das heißt, wenn der Grund sehr eindeutig ist, dann kann man jemanden rauswerfen. Und wenn es nicht eindeutig ist, nicht klar ist, dann kann man jemanden im Prinzip gar nicht rauswerfen. Und das war's. Das ist das Verfahren, mit dem wir seit 13,5 Jahren das Unternehmen steuern. Und dann ist es wichtig, dass man mit den Beschlüssen anders umgeht, als normale Unternehmen das machen. Weil die machen das ja auch, ne? Besprechen und beschließen Dinge. Und dann wird das in der Regel aufgeschrieben und mit einer Laufzeit versehen und unterschrieben, damit sich das nicht ändert in dieser Laufzeit. Vertrag. Und das hat aber den Nachteil, dass man es dann nicht ändern kann in der Laufzeit. Und es kann sich aber in irgendeine Rahmenbedingungen wandeln oder ein anderer Bedarf oder irgendwie hat jemand noch eine bessere Idee. Dann muss man eigentlich aus dem Stand ändern können. Und damit das geht, habe ich mich von Anfang an darum gedrückt, schriftliche Verträge zu machen. Einfach irgendwie nicht gemacht. Und habe das bis heute so durchgezogen mit 1680 gewerblichen Partnern. Und das klingt erstmal unsicher, ne? Da kann jeder jederzeit gehen. Aber das führt dazu, dass ich die Leute so behandeln muss, dass sie freiwillig bleiben und die mich auch so behandeln müssen, dass ich freiwillig bleibe und die sich untereinander ebenfalls. Das heißt, dieser Grundwert der Gleichwertigkeit wird langsam auf die Beteiligten so übertragen und dadurch wird es im Endeffekt, glaube ich, sogar stabiler, als wenn ich es mit Verträgen festgebunden hätte. Skalierbar ist das auch. Also letztes Jahr haben wir so 1,2 Millionen Flaschen verkauft, 1680 gewerbliche Partner, 680 Verkaufsstellen. Das ist jetzt Zufall, dass es 1000 mehr sind. Nur 3 Leute organisieren das. Das ist also relativ effizient möglich. Und am Ende bin ich immer noch der zentrale Moderator, so heißt meine Rolle, und muss das irgendwie alles auf der Spur halten und die Interessen ausgleichen und irgendwie eine bessere Lösung finden. Das geht. Das produziert, das liefert, das rechnet ab, das ist schuldenfrei. Das ist also ein funktionierendes Unternehmen in der realen Wirtschaft, obwohl wir da völlig anders rangehen. Und das ist das Hauptprodukt. Es gibt noch Bier und Limonaden und so. Und wenn man das mal aufschneidet, die Flasche sozusagen, und in die Finanzen guckt, das habe ich mal als eine Perspektive mitgebracht, dann sieht man zuerst mal, dass wir das mit einzelnen Flaschen, mit einzelnen Cents rechnen, anstatt zum Beispiel Prozentmargen zu haben, also prozentuale Anteile für unterschiedlich teure Produkte, machen irgendwie keinen Sinn. Oder jetzt Hektoliter in der Getränkebranche würde man rechnen und wir wollten das aber präsent haben, verständlich haben, also haben wir einzelne Cent-Anteile gemacht. Diese Anteile, ihr kriegt auch gerne die Präsentation übrigens, die sind immer noch mit allen Beteiligten im Konsens, regelmäßig auch neu, einmal im Jahr ungefähr, gemeinsam besprochen und beschlossen und verabschiedet. So, und das ändert sehr viel, wenn man so mit den Finanzen umgeht. Was sich zuerst ändert ist, es ist überhaupt erstmal transparent gemacht. Normale Wirtschaft macht ja das als Blackbox, ne? Da erfahrt ihr nicht, wer welche Anteile bekommt, wenn ihr ein Produkt kauft. Das trägt, glaube ich, zu so einer Vertrauenskultur bei. Der zweite Punkt ist, die Leute wissen genau, was ihre Anteile sein werden, wenn sie nächste Woche das Produkt verkaufen. Das heißt, es ist so eine Art berechenbare Einkommensgrundlage und nicht dauernd Schwankungen unterworfen. Dritter Punkt trägt dazu bei, glaube ich, wir haben eine sehr geringe Fluktuation von unter 2% auf 13,5 Jahre der gewerblichen Partner. Und das macht es wiederum sehr effizient und menschlich sehr angenehm, wenn man lange mit den gleichen Leuten arbeiten kann. Und der vierte Punkt, der hier nicht drin steht, ist Werbung. Weil wir finden, dass wir nicht von euch als Kunden mehr Geld nehmen wollen, als eigentlich nötig, um damit Werbung zu bezahlen, die euch in der Regel nur belästigt. Wer von euch möchte Werbung haben, möchte man eigentlich nicht. Ne? Sondern wenn ihr Informationen haben wollt, so wie jetzt hier, wenn ihr mir zuhören wollt, dann darf ich reden. Aber wenn wir rausgehen, habe ich euch nicht zu belästigen mit irgendwelchen Werbemaßnahmen. Und das fünfte, was hier auch nicht drin steht, ist Gewinn. Gewinn im Sinne von, dass ich als offizieller Inhaber am Jahresende alle Ausgaben, alle Einnahmen verrechnen könnte und die Differenz wäre meins. Und dadurch könnte ich mehr verdienen, wenn es mir gelingt, auf die Lieferanten zu treten. Und ich könnte auch mehr verdienen, wenn es mir gelingt, von euch mehr Geld zu nehmen, als eigentlich erforderlich. Und das sind beides Anreize, die mir wieder eine Sonderrolle geben würden und die ich gar nicht haben will. Also haben wir gesagt, wir wollen keine Gewinne haben, sondern eine schwarze Null am Jahresende. Wir müssen natürlich Löhne bezahlen, tun wir auch, Einheitslöhne, 16 Euro brutto, auch für mich. Mit 2 Zuschlägen für Kinder und für Behinderung gibt es Ergänzungen, aber das war's. Also nicht nach, wer ist Inhaber und wer ist wie wichtig, sondern wir wollen alle gleichberechtigt behandeln. Und das kann man so machen, ne? Aber das ändert natürlich was, wenn der Unternehmenszweck nicht mehr das Erzielen von Gewinnen ist. So, das ist ja im BWL-Buch, ne? Muss man ja machen, aber muss man, finde ich, nicht machen. Der Unternehmenszweck ist eigentlich diese schöne Folie hier. Das ist so ganz grob aufgemalt bei unserem Partnernetzwerk, ne? Also linke Seite sind unsere Vorlieferanten. Hier vorne sind dann die Abfüller, dann verkaufen sie die Flaschen an uns in der Mitte. Die liefern sie an GfGH, Getränke-Großhändler. Dann geht es weiter zu Händlern, zu Gastronomen. Dann kauft ihr da oben rechts die Flaschen. Einige werden zu Hobby-Außendienstlern. Dann gibt es einen Programmierer für die Homepage. Es gibt eine Zollagentur, es gibt andere Hersteller. Es gibt 1680 gewerbliche Partner, die mit uns verbunden sind und auf die wir uns auswirken, wenn wir Dinge tun. Und das wäre jetzt total irgendwie ein Blödsinn, finde ich, die als extern zu betrachten, weil die sind ja verbunden. Und wenn die Dinge tun, wirkt sich das auf uns aus. Also müssen wir eigentlich das Unternehmen auflösen und müssen alle, die damit betroffen sind, als Beteiligte betrachten und einladen zu gemeinsamen Diskussionen und Entscheidungen über alle Fragen, die sich ergeben. Und dabei bessere Lösungen finden, als die normale Wirtschaft das macht, damit die Leute freiwillig bleiben. Und davon kann man leben. Das ist total irre, weil ich koste ja auch was, ne? Ich koste 3 Cent pro Flasche für diese Tätigkeit.
Und es hat noch nie jemand vorgeschlagen, nicht mal vorgeschlagen, mich einzusparen. Weil es offensichtlich gewünscht ist, dass jemand sich das mal auf den Radar holt und besser löst, als normale Wirtschaft das macht. Und das ist der Unternehmenszweck. Das ist großartig, oder? Das habe ich erst sehr spät verstanden, nach 10 Jahren oder so. Dass eigentlich das Produkt ist diese Dienstleistung, könnte man sagen. Dieses Reparieren des Kapitalismus. Das ist extrem toll, so zu leben und so zu arbeiten. Und wenn ich von Unternehmen rede, muss ich noch was dazu sagen, was es eigentlich ist. Also wo kann man das anfassen? Irgendwie ein Büro besuchen oder eine Produktionsanlage. Und es ist tatsächlich so, dass ich selber keine eigenen Produktionsmittel habe und damit auch keine Machtmittel in Anführungsstrichen. Also ich kann jetzt nicht die Werkstür verschließen, wenn mir die Leute nicht gefallen. Was ich aber habe, ist ein Laptop und ein Telefon. Das sind die einzigen Anlagevermögensgegenstände. Und das Markenrecht. Das ist noch sozusagen nicht anfassbar, aber damit kann ich letztlich doch bestimmen, wer das Produkt verkauft und an wen und wie es aussieht und so weiter. Und ich könnte jetzt meinen Anteil verdreifachen zum Beispiel auf 9 Cent pro Flasche. Und ich könnte die Etiketten grün färben oder irgendwas machen. Das Problem ist aber, dass ich diesen ganzen Beteiligten vorher seit 13,5 Jahren Konsens versprochen habe und dass die alle keine Verträge haben. Und dann laufen die mit Sicherheit weg, wenn ich durchdrehe. Das heißt, das Eigentliche, den Kern des Eigentums, das ich alleine bestimmen kann, den habe ich abgegeben aus Versehen. Das habe ich auch erst später verstanden. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn das mir gar nicht mehr gehört, dann kann ich es auch verschenken. Ne? Und habe alles aufgeschrieben, was wir so machen mit Konsensdemokratie und Antimengenrabatte machen wir und Zahlungsausfallgarantie. Und ich könnte jetzt auch 2 Stunden reden. Und habe das auf die Homepage getan, kostenlos, damit das andere Unternehmen auch benutzen können. Und damit sich das verbreitet. Und das tun auch einige, insgesamt 16. Und dann helfen die bei der Verbreitung und so. Ne? Also irgendwie loslassen, Kontrolle abgeben und freigeben und so, da kann man ganz viel machen. Und was wir damit getan haben, ist im Prinzip so ein Beweis erbracht, glaube ich, weil wir ja in dem Rahmen des Kapitalismus arbeiten. Der gilt für uns genauso. Und wir haben das BGB und HGB, es gibt ein Steuerrecht, was da oben drüber ist. Wir hatten eine Prüfung übrigens ohne Beanstandung. Und da bewegen wir uns drin und machen trotzdem alles anders. Ne? Und es geht trotzdem. Das heißt, wenn jemand argumentiert, wir sind im gegebenen Rahmen und deswegen müssen wir wachsen, wir müssen mit Druck arbeiten, wir müssen werben, wir müssen. Das stimmt vielleicht nicht. Das geht vielleicht auch doch anders. Und was habe ich davon? Ich ganz persönlich jetzt für mich habe 5 Löhne. Ich kann davon leben, das ist super. 16 Euro brutto sind 2,6 im Monat, ist für einen Einzelmenschen völlig ausreichend. Millionär werde ich nicht, aber ausreichend. Ich habe diesen Lebensunterhalt nicht mit einem einzigen Arbeitgeber, wo ich weisungsgebunden abhängig beschäftigt bin und jeden Tag am selben Ort sein muss und mir einen Anzug anziehen muss. Ich habe auch mal hier an der Uni gearbeitet. Gute Zeit, aber ich möchte nicht mehr einen Anzug anziehen. Sondern ich habe viele Partner, ne? 1680. Das heißt, wenn da einer wegfällt, dann ist das nicht gleich irgendwie existenzbedrohend. Das ist irgendwie viel sicherer, viel stabiler. Dann habe ich die Freiheit, hier mit grünen Socken zu stehen und vorzutragen und zu sagen, was ich denke. Und wenn mir das nicht gefällt, dann gehe ich wieder oder ich fahre woanders hin. Also das sind auch Freiheiten, die ich nicht überall habe. Und der vierte Punkt ist, ich habe das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Ich mache da eine Dienstleistung offensichtlich, die Leute wollen, weil noch nie jemand vorgeschlagen hat, dass man mich einspart. Und ich könnte ja auch was anderes, also Zigarettenwerbekampagne entwickeln und dafür Geld nehmen oder sowas. Aber das ist irgendwie, die wollen das. Ne? Und das fünfte ist, ich darf unter anderem hier erzählen, was ich mir so über faire Wirtschaft denke. Und das ist irgendwie großartig, finde ich. Und wenn ich jetzt überlege, man würde den ersten Punkt nur lassen, die anderen 4 streichen und dafür mein Gehalt verdreifachen. Nö, mache ich nicht. Verfünffachen mache ich nicht. Verzehnfachen mache ich auch nicht. Und irgendwie, es gibt nicht nur den finanziellen Lohn. Ne? Es gibt noch viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, für mich zumindest. Und das habe ich euch alles erzählt, um euch so ein bisschen so einen kleinen Einblick zu geben, dass man die Dinge auch ganz anders anfassen kann und um euch auch ein bisschen zu ermuntern, loszulassen, Kontrolle abzugeben, vielleicht sogar Konsensdemokratie mal auszuprobieren in euren Arbeitszusammenhängen, weil man dafür wesentlich mehr zurückbekommt, glaube ich, als man reinsteckt. Und wenn dann jemand sagt, das kann gar nicht funktionieren, dann könnt ihr antworten, doch, das geht. Wir haben da ein Beispiel kennengelernt und wir lassen mal ausprobieren. Und das wäre eigentlich mein Wunsch an euch, mit dem ich hergefahren bin. Und jetzt ist meine Zeit um. Danke fürs Zuhören.